Und ich mache jetzt den hier. Au. Ah, da sind ein paar Haare hängen geblieben. Nein, nicht die nächste. Wie heißt das Ding? Inselkrabbe. Das gibt's hier noch. Ich will noch an die Paisley-Grotte mit der geilen Musik. Hallo, ihr Paisley. Oh, das ist Peachy. Ich will Peachy mitnehmen. Kann ich ins Team nehmen? Ja, ich nehme dich mit in die Gruppe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Graziella sich als Paisley verkleidet. Das fände ich auch lustig. Ich kann ihn noch nicht ins Team. Ah, die kann definitiv. Ah, sie ist doch eine sie. Ich dachte, ich wollte das nicht assumen, weil das ein bisschen klischeehaft wäre. Und wer bist du? Pauna. Gigo, Gigo, Gigi. Ach, mit meinem Paisley zu feilschen ist wirklich schwer. Okay, die scheint nicht so wichtig zu sein. Hey, dieser Soundtrack. So, also was gibt's hier drüben schon? Ist jetzt die Kiste respawnt, mehr Inselkram. Wir können ja alles looten, was ich zumindest so bringen kann. Hier könnte ich mir einen Fisch holen, der wahrscheinlich viel zu stark für mich ist. Nochmal uralter Dolch. Den kann ich doch garantiert nicht ausrüsten. Silberdolch, uralter. Ich habe zwei uralte Dolche. Die sind nicht stärker als das, was ich aktuell habe. Oh, imagine, ich finde uralte Schwert. Ich glaube, wenn wir im Laden irgendwie für 10.000 Gulden. Habe ich 10.000 Gulden? Ja, okay. Wenn wir für 10.000 Gulden ein besseres Schwert kaufen können, ich würde es tun. Es wird sich lohnen. Oh mein Gott, die sehen gefährlich aus. Oh Gott, die sehen aus wie Fischleuen. Da kriegt Inset. Oh mein Gott, ein Seepferdchen. Warum? Oh mein Gott, die Gegner, die sind so niedlich. Der macht hier Spooky. Genau, halt den mal auf Schach, dann lade ich auf. Und dann smash ich dich weg. Ja gut, zu zweit ist das schon deutlich angenehmer. Uralte Koralle. Ja, die lasse ich mal in Ruhe. Die sehen mir ein bisschen zu heavy. Aber hübsch ist nicht. Ich erinnere mich hier eigentlich an nichts. Ich schwöre, ich war hier noch nie. Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Dazu muss man sagen, ich habe den DLC damals halt auch nur gekauft, weil ich den gebraucht habe, um mit jemandem zu spielen, der den DLC hatte. Das ist nämlich auch die einzige Kritik, die ich am DLC selber habe. Fuck. Ich habe schon mal erwähnt. Entweder du hast den DLC nicht und hast quasi die 1.0-Version des Spiels. Oder du hast den DLC und hast dadurch dann halt die 1.1-Version des Spiels. Und die Versionen sind nicht miteinander kompatibel. Und das ist halt scheiße. Großfeldfähigkeit Level 8. Nehme ich gerne. Gigagarwasser. Alter, die ihre Naming Schemes sind so ein Kotzen. Oh mein Gott, ich will das bunte Seepferdchen töten. Es ist so niedlich. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Na, verdammt. Aber ich habe die Ulti, deshalb. Gib ihm. Smash. Macht ordentlich Schaden. Graziella, beschäftige ihn mal. Okay, hast du gut gemacht, Graziella. Graziella ist immer noch beschäftigt, ihn diesen Seepa zu verlieren. Gott, jetzt macht doch den Leuten tot. Wie heißen die Teile überhaupt? Wie heißen die Dinger? Marinotaurus. Okay, der Pan ist super. Ich liebe den Pan. Boah, jetzt hat sie ihn verfehlt wegen mir. Smash. Na, endlich! Und die gehen auch ordentlich so. Wie heißen die? Meeresmeere und Meerespferd. Meinen die nicht Mermeer? Wegen
Stute. Das finde ich lustig. Ist ein bisschen was verloren gegangen bei der Übersetzung, leider. Oder ich kenne das Wort Meere einfach nur nicht. Ist wahrscheinlich so altdeutsch. Das würde mich nicht wundern. Goldig ist sie. Oh Gott, die macht ja mehr Schaden als der andere. Und der Felsling steht einfach im Hintergrund und schillt sein Leben. Die hält echt mehr aus. Gott, an wen erinnert sie mich denn? Die Haarfarbe in Kombination mit dem Outfit erinnert mich an irgendwas. Okay, das ist Beute. Die können wir zur Beutehändlerin bringen. So, Strandabenteuer abgeschlossen. Was sagst du, mein Freund? Siehst du die gigaglitzernden Wellen in der Sonne? Ich sehe den Strudel, in dem ein Fisch schwimmt. Beute Muschel? Regenbogenmuschel. Regenbogenmuschel? Hab ich die nicht für irgendwas gebraucht? Wenn hier die Ultra-Rare-Items natürlich rare sind von der Erde, ist das natürlich nice. Wahrscheinlich gibt es dann neue Ultra-Rare-Gegenstände. Inselkrabbe will ich jetzt mal in Ruhe lassen. Ich würde versuchen, diese Meeresmeere dann alle möglichen vorbei zu holen. Sieht aus wie eine Boss-Arena. Oh boy, das ist eine Boss-Arena. Bis bald. Bye bye, go go. Aber den Nektar nehme ich mit. Und die Muschel. Und so einen komischen Pinguin will ich auch noch klatschen. Oh Gott, mehr Leuten. Nichts wie weg hier. Jo, was geht? Ein Papageientaucher. Oder ein Dodo oder sowas. Wie heißt du? Es ist einfach ein Dodo. Eine Pinguinbraut. Smash. Lemmy Smash! Shit, die greift gleich unsere Kiste an! Alter, so weit kommt's noch! Okay, die greift gleich wirklich meine Kiste an, wenn ich nicht aufpasse. Hey, du da! Ich bin hier drüben! Schau mal! Willst du nicht lieber gegen mich kämpfen? Willst du nicht lieber aus der Loading Zone rausgehen? Wie wär's, wenn wir dich in die komplett andere Richtung treiben? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben einen neuen Charge-Angriff programmiert im DLC, den das Originalspiel nicht hat, aber ich habe noch nie den Gegner so nach mir chargen sehen. Und ich habe jetzt hier schon zwei Gegner, die das machen. Alter. Kennt ihr das, wenn ihr einen Spot habt, an dem es euch juckt und ihr trefft den einfach nicht? Sehr unangenehm, sage ich jetzt mal. So, ich weiß, dass hier, dass hier definitiv eine Beutehändlerin existiert hat. Und zwar irgendwo bei der Quelle. So, hier sind noch ein paar Frettiche. Aber hübsch ist es so. Das Vieh haben wir nicht besiegt. Hier ist leider nichts mehr. Das Ding ist einfach Gole. Ich sag's so, wie es ist. Alter, nein, Rappe. Ah, warte. Genau, wir müssen ja hier lang. Und hier ist irgendwo die Beutehändlerin. Und der Dämonenhüpfer. Wie schafft es ein dämonischer Grashüpfer in den Himmel? Oh shit, das Regenbogen-Prismarinerz oder wie auch immer die Scheiße heißt. Das komische Erz habe ich schon mal gesehen. Wir müssen an den Viechern wieder vorbei. Okay, versuchen wir es anders. Seltsam, wie es ja alle 5 Minuten irgendwo einen Speicherpunkt gibt. Ich bin fertig mit dieser Welt. Wenn die mich in einem Zug umlegen, dann hält ja die Kiste nichts aus. Die werden ja auch nicht stärker. Ich habe halt echt die falsche Klasse. Ich muss hier irgendwo einen Waffenladen suchen. Bestimmt wissen die Centurios da, wo ich
wo ich gute Waffen bekomme. Ich muss Leon suchen, sagen wir es mal so. Wir waren noch nicht auf dem östlichen Teil der Insel. Und generell sollte ich eventuell mal die Insel abklappern. Also man, die Flatter liegt auch, aber ich bin komplett überwältigt. Ich weiß halt nicht, was es hier gibt. Graziella, steh mal auf. Hilfe. Dankeschön fürs so einen Weg rumstehen. Ich sterb gleich wieder, Wird schon wieder dunkel. Hilfe! Wieso macht ein Slime so viel Schaden? Vernichtungsschlag! Smash! Das war ein vernünftiger Kampf. Einfach Terminalglibber. Weißes Gel, das brauche ich definitiv für Alchemie. Aber in Alchemie bin ich jetzt auch höchste Stufe. Generell, ich muss mal die Fakten checken. Wie weit sind wir mit den Lizenzen? Söldner? Meister. Ist abgeklärt. Da können wir noch Bonusränge machen. So, Geselle. Also hier bin ich am schlechtesten. Meister? Meister. Also wir haben alle Combat-Klassen bis auf Söldner. Beide auf Meister. Schürfer war klar. Holzfäller sollte nicht mehr lange dauern. Angler wird kritisch. Also das wird ein bisschen Arbeit sein. Und die ganzen Crafting-Klassen? Ja, okay, da bin ich immerhin schon Experte. Also ich denke mal nicht, dass das da unmöglich wird. Und kochen müssen wir halt ein bisschen mehr. Also wir sind auf gutem Weg. So, schaffe ich es mich hier irgendwie durchzuschlumpfen? In der Tat. Kissy-Beutehändler. Okay. Was kriege ich denn für mein schönes Seepferdchen? Oh, eine Meereswähne. Ich kann dir 2500 dafür geben. Wundervoll. Göttliches Band. Wer bist du? Seit Jahren widme ich mich der Aufgabe, die Leute im Namen der Göttin schöner zu machen. Und die vielen Jahre der Übung zahlen sich endlich aus. Ich habe die Verschönerungstechnik Avatar-Verschönerung perfektioniert. Aber leider, bei meinem Streben nach Schönheit, habe ich mir wohl die Hände strapaziert. Ich muss mich ein wenig ausruhen. Sobald ich wieder ganz gesund bin, öffne ich mein Geschäft wieder. Komm doch später vorbei. Ah, okay. Dieser NPC... Ich erinnere mich wieder. An den Raum erinnere ich mich. Dieser NPC ermöglicht es einem, die Charakterkreierung vom Anfang des Spiels zu wiederholen. Also sprich, ihr könnt Augen festlegen, Münder, Frisur kann man ja bei Florina ändern. Aber man kann halt die ganzen Facial Features und sowas anpassen. Aber Vorsicht, man kann nicht mehr das Geschlecht wechseln. Also man ist da reingeloggt. So, verkaufst du jetzt Waffen oder nicht? Nein, okay. So, kann ich hier eventuell ein Haus? Was sind denn jetzt? Okay, weißt du was? Bleibt allerdings auch okay. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Garten des Divinus können wir jetzt reisen. Oh, warte, war das immer die Option, die gesperrt war im Spiel? Die zweite? Nee. Doch. Ich glaube schon. Irgendwas war da immer gesperrt. Orte. Ah, oh, geil, jetzt haben wir die Karte vom Ding. So, da haben wir rechts. Feldschrein, Pinguinstrand, Pelzlinggrotte. Da ist der komische Gauntlet Tower, gehe ich mal von aus. Der sieht aus wie so ein Himmelsturm. Wo sind die Quests? Aloha, Barmoon. Flatterlings Aufträge sind Noelia und der Pelzling. Also mit anderen Worten nicht. Aber gibt es hier einen Hinweis, wo sie ist? Noelia und der Felsing sind irgendwo im nördlichen Teil des zentralen Graslandes auf der Ursprungsinsel. Besuchen wir zusammen mit Grazia und Graciella und Dobu. Ist es schlimm, dass ich jetzt Dobu nicht dabei habe? Ich hoffe nicht. Sag mal, Barmut, weißt du noch, wie viele Kapitel Origin Islands hat? Weil wir haben jetzt das erste Chapter abgeschlossen. Ich muss das halt wissen für meine Planung. Gehe keinen Schritt weiter. Näher ran darfst du nicht gehen. Bitte kehre um, wenn dir dein Leben lieb ist. Okay, bye.
Oh! Ich dachte, ich snack mir mal eben schnell eine Truhe, aber ich glaube, das wird nichts. Okay, das war's gut bei mir. Warte, ist das der Drachenschrein? Dieser Weg führt zu einem schrecklichen Drachen. Er ist wirklich schrecklich, vertrau mir. Nein, keine Ahnung, hier kann ich angeln. Ah, ich werde gedoppelt. Nicht schlimm, Barmut, nicht schlimm. Generell, die Glimmer sind bisher die ekelhaftesten Gegner auf dieser... Oh, wie heißen die? Bogentaurus, Bogentaurus, ach du Scheiße. Noch ein Leuner. Ach, Thermalglibber, nicht Terminalglibber. Minalglibber, er terminiert dich. Bisher sind das nämlich die Gegner, die mich am schnellsten getötet haben. Aber weißt du, ob es hier einen Waffenhändler gibt, Barhut? Und wenn ja, wo befindet er sich? Ich würde mir gerne überteuert eine stärkere Waffe kaufen, weil ich das Gefühl habe, absolut nichts geschissen zu kriegen. Okay, ich sehe schon mal. Ich sehe schon mal Noelia. Dieses Einhorn-Recolor. Kommt mir ganz gelegen. Also der nimmt ganz guten Damage. Aber anscheinend kann er Musik spielen. Oh nein! Shit. Smash. Als ob der mich mit einem Schlag eingreift hat und der Engelshase wird mir jetzt den Rest geben. Ich hab irgendwo im Westen, aber da waren wir gerade. Ja, der Rudolf, der Ramler, kommt zurück. Also, ich sag mal so, wir waren noch nicht überall im Westen. Ich sag nur, da war ein Laden für Holz und Tränke und sowas. Bei der Therme. Alter, kommt zurück. Erwischt. Engelskaninchen. Oh, goldener Schiss, her damit. Noelia, was geht? Ah, ich habe gerade keine Zeit. Ich komme gerade hier. Wow. Wirklich wow. Hier ist ein Mini-Boss. Wo habe ich nochmal Dogo abgestellt? In dieser Insel, oder? Ach du meine Güte. Alter, schau dich den schönen Fisch an. Noch ein Engelskaninchen. Ich habe das Gefühl, ich spiele ein komplett neues Spiel. Es ist halt echt ein Add-on. All das bekam man seinerzeit für, ich glaube, waren es 8 Euro? Das ist eine Menge Zeug. Okay, versuchen wir es. Ich versuche jetzt mein Glück. Schauen, wie schnell ich tot bin. Ready? Go! Also ich glaube, das bringt nichts. Schau dir mal Xenoblade DLC für 30 an. Ist der noch größer? Das Problem ist, dafür müsste ich Xenoblade halt wirklich mögen. Es kommt 70% des Base Games. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Das sehe ich ein. Hier ist jemand. Wahrscheinlich ist das auch bloß ein normaler NPC. Noch eine Beutehändlerin. Wer bist du? Achilles? Ein unheimliches Monster treibt sich nachts auf der Insel herum. Ich nenne es das Schlummermonster. Es erwischt mich jede Nacht. Es gibt keinen drin. Oh, der faule Sack. Was geht mit dir, Daphne? Mein Freund kann lästig sein, manchmal, aber wäre doch nur etwas männlicher. Und wer bist du? Napoleon? Es soll ein schöner Mitternachtsspaziergang werden, aber meine Freundin ist abgelenkt. Ach so, die beiden sind zusammen. Ich dachte schon. Graziella, geht's dir gut?
Soll ich Hilfe holen? Wir kriegen das schon wieder hin. Ich glaube, Level 5 macht den DLC nur günstig, weil zwischen. Weil sie deine Scheiße gesteckt haben. Ja, wahrscheinlich. Es wird so sein. Wir haben es halt gelernt, die Firmen, die Geld haben, die können warten. Und die, die kein Geld haben, die machen Sellout. Ah, es ist so unfair. Lass mich in Ruhe, Ziegenbock. Aber so ein Golden ist ja schon ganz hübsch. Das Ding ist, Level 5 macht einen noch Game Freak. Ja eben, sie. Yo-Kai Watch wurde doch damals als der Pokémon-Killer bezeichnet. Bevor Game Freak es tat, oh Gott. Das gefällt mir überhaupt nicht. Smash. Oh, Gigascheid. Und noch mehr göttlicher Hau. Yo-Kai Watch war der Yo-Kai Watch Killer. Yo-Kai Watch 3 hat sich nicht gut verkauft. Also ich gehe jetzt Doku holen und dann schauen wir uns im Osten der Insel um. Den Rest der Folge. Weil super spät erschien, außer von Japan. Ja, aber das wussten wir. Als Yo-Kai Watch 2 irgendwie rauskam, du weißt, Fantasy Life kam 2014 auch erst, also es kam auch 2 Jahre später erst hier raus. Und wir wussten damals nicht mal, dass das existiert so. Bei Yo-Kai Watch weiß ich noch, wie in der Endzone stand, oh, dieses, nee, warte, das war bei Tomodachi Life und bei Yo-Kai Watch so. Oh, dieses Spiel, es ist so cool, wir wollen es lokalisiert haben. Und bei Fantasy Life hatte ich das irgendwie nicht. Fantasy Life habe ich random gefunden durch, ja, basically war das einer meiner Berufsschulklasse gespielt hat. Doku, komm mal mit ins Team. Und und dann hat halt Let's Play Markus dazu einen Let's Play gemacht, was leider nur 13 Parts ging. Schade eigentlich, aber das ist auch ein mächtiges Projekt so. Yo-Kai Watch 4 kam nie. Nicht außerhalb von Japan. Weil es auch super scheiße war. Ja, also ein Freund von mir, der Yo-Kai Watch mag, ist nicht begeistert vom vierten Teil. Und der kann einigermaßen Japanisch. Beziehungsweise weiß Mittel und Wege, sich zu helfen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Fan werde plötzlich, aber ich schaue mir halt gerade das Let's Play von Let's Play Markus an. Zu der Switch-Version vom ersten Teil mit dem Deutschpad. Und ich enjoye zumindest die Unterhaltung, sagen wir es mal so. Ich habe mir den absolut falschen Moment ausgesucht, um Klosenheit zu haben. Meine Güte, ein blauer Pelzling. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Lasst mich euch vorstellen, das ist meine Schwester Noelia. Wieso ist eigentlich Flatterling die ganze Zeit als Schmetterling hier und Noelia ist normal unterwegs? Was? Deine Schwester ist ein Pelzling? Okay. Nein, ich meine das Mädchen in Schwarz. Wer ist da? Das ist Graziella. Sie ist eine Maid des Innenschreins hier auf der Ursprungsinsel. Jetzt sag nicht, dass du noch mehr Freunde hast. Man könnte denken, du wärst verzweifelt. Vielleicht bist du auch nur eifersüchtig. Du bist also ein Schmetterling, aber deine Schwester ist ein Mensch? Ah,
Wie lange willst du noch in dieser Gestalt bleiben? Schwesterherz, du verwirrst doch nur Leute. Oh, ich habe total vergessen, dass ich das noch nicht gezeigt habe. Aber ich bin zwar ein Schmetterling, um weniger aufzufallen, aber wirklich bald bin ich ein kleines Mädchen in Weiß. Swoosh. Mir fällt gerade auf, die beiden sind basically hin und her, aber als Rule 63. Oh, du bist das Mädchen in Weiß aus meinem Traum. Ich kann nicht glauben, dass du es warst, Yuelia. Dugu Celestia, Dugu Gugu. Alles in Ordnung, du benimmst dich ein wenig seltsam. Dugu, Dugu. Ach, er hat wahrscheinlich nur Kopfweh, weil du keine Minute still sein kannst, Yuelia. Das war eigentlich so gemein. Alles in Ordnung, mein kleiner Dugu? Gudogu, Dogu. Ah, gut, alles wieder beim Alten. Ah, nee, ah, gut, alles wieder beim Alten. Wir haben uns Sorgen gemacht. Was ist denn mit dem Herr Pelzig los? Er starrt die ganze Zeit ins Nichts. Ja, der Pelz war jetzt ziemlich still, seit wir auf der Insel angekommen sind. Ihn scheint etwas zu beschäftigen. Giga. Giga, Giga, Giga. Er bedankt sich dafür, dass wir ihn hergebracht haben, aber, und das möchte ich euch jetzt Dankeschön geben. Ein bisschen goldig, aber irgendwie auch weird. Ich bin mir nicht sicher, dass wir etwas getan haben, wofür er uns danken muss, aber... Oh, da waren ganz viele Pelzlinge in der Höhle, am Pinguinstrand, nicht wahr? Wie wollen sie uns ansehen? Giga, Giga! Er trifft zum ersten Mal andere Pelzlinge und es ist, naja, er ist etwas schüchtern. Alter, wenn der Peachy sieht, ne? Ich kann Silent Whisper schon hören. Nicht jeder ist so extrovertiert wie du, Yuelia. Ach, jetzt hab dich doch nicht so. Egal, er kann jedenfalls mit mir mitkommen, bis er sich überlegt hat. Du hast gesagt, dass du etwas hier sehen willst, oder? Hast du schon gefunden? Nein, noch nicht. Ich wollte im Turm im Norden nachsehen, aber die Wache lässt mich nicht durch. Der Turm? Was willst du denn dort? Ich denke, dort könnten Hinweise darauf sein, was Mutter zugestoßen ist. Deine Mutter? Aber der Tempel wurde zu Ehren der Göttin erbaut. Genau. Mutter. Jetzt sag nicht, dass du ihnen auch das nicht erzählt hast. Egal, vielleicht habe ich es vergessen. Also, hehe. Typisch, wie dem auch sei, wir sind Celestias Töchter. Die Töchter der mächtigen Göttin! Ja, das sind wir. Für so einen kleinen Klapperling hast du viel zu viele Geheimnisse. Bist du so schüchtern, Flatterling? Graziella, meinst du, es gibt einen Weg in den Turm? Ja, der Eingang ist normalerweise versiegelt. Ich war auch nur ein paar Mal im Turm. Bevor du den Turm betreten kannst, musst du einen Antrag ausfüllen und ihm den Ältesten geben. Dann wird eine Versammlung aller Einwohner der Insel berufen und über den Antrag entschieden. Stimmen sie zu, musst du den Test bestehen und bla bla bla, das klingt ja schlimmer als deutsche Bürokratie. Ja, ich sehe schon. Vielleicht lässt der Älteste euch auch so rein, wenn ihr ihm sagt, dass ihr die Töchter der Göttin seid. Nicht, dass es am Turm viel zu sehen gäbe. Die Göttinnenstatue oben im Turm ist alles, was es gibt. Ich denke nicht, dass ihr sonst viel finden werdet. Das neue NF... Es wird Cell-Shading-Optik bieten. Okay. Mal schauen. Keine Sorge, ich finde einen Weg hinein. Ich will keine Schwierigkeiten machen. Lass uns wissen, wenn du etwas findest, Noelia. Wieso? Wo geht ihr denn hin? Ich zeige Graziella und Dugu Reveria. Kommt schon, ihr zwei, gehen wir. Alles klar. Dugu! Ja, auch wir müssen eines Tages zurückkehren. Noelia und der Pelzing sind irgendwo im nördlichen Teil des zentralen Graslands. Und jetzt brechen wir zusammen mit Graziella und Dugu auf. Oh shit, es gibt mehr Aufträge und außerdem ist mein Day gleich leer, deshalb. Oh Gott, mein Day ist wirklich gleich leer. Ich schwöre, er hat in dieser Sekunde angefangen zu blinken, wo ich den Stecker reinmachen wollte. Ich war echt fokussiert auf die Story. So, Graziella mit Noelia bekannt gemacht. In Ordnung.
Was gibt es sonst noch zu tun? Wahrscheinlich müssen wir jetzt Graziella ganz Reviere zeigen. Zum Beispiel den König, Stadt der Häfen, Turm des Sultans, Lebender Wald. Okay, ich denke mal, das hebe ich mir noch für den nächsten Stream auf. Und wir konzentrieren uns jetzt auf den östlichen Teil der Insel, den ich noch nicht gesehen habe. Um mal ein Gesamtbild der Insel des Ursprungs zu bekommen. Eine kleine Palme. Und vielleicht finden wir da noch einen Waffenladen. Idealerweise. So, mal schön speichern, damit hier nichts verloren geht. Und nichts wie weiter. Der Felsenschrein. So, das sind Gegner für den Archer. Wie ich schon wieder fast tot bin. Mann, ey. Die Tränke gehen einfach dahin. Ich bin echt noch nicht für das Gebiet gemacht. Aber Dogu auch nicht. Zumindest nicht mit dieser Klasse, sagen wir es mal so. Ich wette, wenn ich mit dem Paladin-Schwert kämpfen könnte, was ich aktuell nicht kann, wegen Klasse gebunden, wäre es viel besser. Was müsste ich denn mit dem... Was müsste ich denn erledigen? Wenn ich so drüber nachdenke. Sehe, also Schnittmenge, drücke viermal A. Ich habe das immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Hurricane, kann ich immer noch nicht. 10 Riesenschildkröten und Tortuga-Archipel hatten wir angefangen. Ja, im Endeffekt muss ich ins Silberzahn. Und Schildkroko. Mir fehlen noch etwas über 1000 Sterne. Ja, da werden die nicht reichen. Ich renne jetzt einfach mal durch. Sagen wir es mal so, hier sieht aus, als gäbe es hier einen Dungeon. Einfach alles lila. Noch mehr Geister, du darfst den A-Knopf nicht mashen. Oh, ist das der Angriff? Ist das der Angriff? Ja, nicht ganz. Also, mir fehlt der vierte Schlag. Der letzte, okay, ich hab's jetzt raus, danke sehr. Und was sind das für schöne Kristalle? Wie heißen die? Ich will wissen, wie die heißen. Dunkelerz. Habe ich die Energie dafür? Nein, absolut nicht. Aber hier gibt es schöne Pizza. Und ein Irrlicht, das mich töten würde, wenn ich jetzt nicht aufpasse. 1, 2, 3 und... 1... Nee, warte. 1, 2, 3 und... 4! Jo, ich habe einen Hurricane gemacht! Danke, Barwood! 1... Nee, warte. Es hat nur leider nicht gereicht, um einen Gegner zu töten, aber... Ja. Immerhin, so kriegen wir zumindest... Das könnten wir auch beim nächsten Mal machen. Es würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, zuerst den Gesellen abzuklappern. Eventuell eine kleine Erinnerung wäre gut. Ich kann mir leider auch nicht alles merken. So, hier geht's wieder zurück. Der Seite war jetzt nicht so interessant ist. Hier drüben sind ein paar neue Leute. Jetzt hier die Stadt. Ich glaube, hier geht's los. Mama sagt, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Kurz, mach dir keine Sorgen. Außer vor der Tür steht Drache, dann darfst du dir Sorgen machen oder so. Herzglück? Horst Gockel? Ach nein, so ging das nicht. Ach ja, jetzt habe ich's. Herzgürtchen, fein willkommen. Ein uralter Gruß unter Händlern.
Obwohl viele behaupten, sie hätte, ich hätte ihn erfunden. Was verkaufen sie? Superheilmittel? Hauptmittel Monsterfleisch. Reliktschwert. Nutzbar von allen. Oh mein Gott! Ich will nicht die Person sein, aber ich nehme das. Einmal einhüten, bitte. Das wird mir den Damage-Output geben, den ich brauche. Und die uralten Dolche kann ich verkaufen. Die kann ich nämlich sowieso nicht anlegen. Ich habe 2 Stück davon. Jo, das kann einfach jeder anlegen. Schaut euch das Ding an. Das ist doch, was ich wollte. Vielleicht bleiben wir doch länger hier. Herzglückchen, fein willkommen. So, nimm mal meine uralten Dolche. Ja, zumindest 10.000 krieg ich dafür wieder. Immerhin. Ein Fünftel. Das ist unsere Garnison. Wir haben von hier eine tolle Aussicht, nicht wahr? Ah, Leo, was geht? Nur weil du bei dem Ältesten dünkt, dass deine Präsenz keine Gefahr darstellt, gibt dir das nicht das Recht, dich hier einzurichten. Denk immer daran. Willkommen am schönsten Ort der Entspannung auf der gesamten Ursprungsinsel. Ist der perfekte Ort für ein kleines Nickerchen. Willst du dich aufs Ohr legen? Nö, fast schon. Ich bin nicht nur ein Krieger. Oh nein, ich koche, ich putze, ich kümmere mich um die Aufrüstung und ich bin ein toller Tänzer. Multitalent ist mein zweiter Name. Buschblüblich, typisch meine Eltern. Erzähl's bitte keinem, aber mal, wobei ich den werten Leo erwischt habe. Ein Spielzeugboot schwimmen lassen in der heißen Quelle. Oh, wirst du jetzt dafür mobben? Das ist echt nicht cool, Mann. Ja, das klingt spaßig. Vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Ich mag die Subversion of Expectation, die hier der Dialog an den Tag legt. Du bist kein Händler, oder? Nee, das ist der Garnisonstyp. Oder? Hier bei uns steht ein altes Kolosseum, das einst der Austragungsort vieler aufregender Turniere war. Jedoch verdeckten die vielen wüsten Monster, die zwischen uns und dem Kolosseum stehen, die Sicht. Wärst du bitte so gut und lässt mir meinen Frieden? Siehst du denn nicht, dass ich hier gerade laufe? Unmöglich, diese Menschen. Hi, Odeon. Ich spiele gerade, wenn ich groß bin. Heute bin ich ein Krieger. Willst du mit mir spielen? Du siehst nicht stark genug für eine Kriegerin aus. Vielleicht solltest du mehr trainieren. Say that again. Oh Gott, soll ich meine Ulti auf das kleine Kind loslassen? Abgesehen davon, dass es eh keinen Damage macht. Alter Nektar. Alter, der Blattosaurus. Der geht jetzt drauf. Smash. Oh, shit. Ich mach actually Damage. Na, warte. Zack. Nee, warte. Ich muss es timen. Zack. Okay, das war eine Wombo-Kombo. Ich glaube, ich habe mein Ding gefunden. Jetzt du das. Zack. Ja, okay. Ich bin nicht unverwundbar, sagen wir es mal so. Dogo ist ohnmächtig. Rettet ihn. Ah, die sind nervig. Ich kann versuchen. Smash. Das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Zack. Wieso hat er gerade keinen Rückstoß genommen? Ich will gar nicht wissen, wie viele Items ich hier verschwende. Nimm meine. Weißt du was? Lass die Ulti stecken. Die behalte ich mir für den nächsten Gegner. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Bring ihn ins Beisam.
Schade, ich war noch nicht, oh Gott, einfach ein Kuhmensch. Aber andererseits, hier sind die Gegner. Hier ist noch ein Händler, mit der haben wir noch nicht... Ja. Ah nee, doch, doch, das ist die Händlerin, okay. Dann haben wir hier alles gesehen, dann auch zum Kolosseum. Oder einfach nur mal einen Blattosaurus legen. Bitte. Smash. Shit, 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 lass mich nochmal. Smash, 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 smash und smash! Und totale Vernichtung! Boom! Ich wusste jahrelang nicht, dass diese Technik existiert. Uralter Schweif. Okay, weißt du was, wir nehmen uns mit dem Kuhdämon an. So schwer kann der nicht sein. Okay, er hat gerade Dogu gewonshottet. Das ist nicht so geil, aber... Ich bin gewillt, erstmal zu gucken, was Sache ist. 1, 2, 3, shit. Yo, wir haben noch ein Dings gemacht. Smash, 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 scheiße. Also wir haben bisher in der Session schon fast 20 von diesen Dingern. Der Mutauros! Wie heißt das Ding? Gigatauros, okay. Ich finde deinen Namen besser, Barmut. Juhu! Und jetzt die Solar Ultra Erdbeben Zerstöcker der Zerstörung mit Iframes und Knuckles. Da geht er down, da geht er down. Hm, Wildbestienfleisch. Hm, saftig das Ding. Da schwebt ein Pterodactylus. Ein fossiler Pilz, wollte ich sagen. Oh mein Gott, das Ding da. Das gucke ich nicht mal mit einem Traum an. Aber die Kiste nicht mit. Ah! Bitte einmal mitkommen. Und dann ums Leben laufen. Das ist nicht passiert. Aber eine Sache muss ich tatsächlich kritisieren an diesem Ort. Ich kann mich hier nicht herwarfen. Ich kann hier nicht zu wenig noch andere Sachen kaufen, oder? Ich meine, jetzt ist der Zeitpunkt zum Investieren. Das Geld kriegen wir locker flockig wieder rein. So, wir haben hier einen Wybernbogen theoretisch, den können auch alle benutzen. Aber alles kaufen können wir uns halt nicht, das ist die Sache. Aber es gibt Rüstung! Rüstung. So, was gibt denn die Meister? Glück plus irgendwas? Die sind aber tatsächlich gar nicht stärker als die, die wir jetzt schon anhaben. Also würde ich die Rüstung wahrscheinlich eher sein lassen. Dunkelerz. Ich glaube noch gegen Kreideerz. Nee, ich lasse es bleiben. Wir sollten aber mal gucken, wie viel ich noch die Wohnung zahle. Also für das Haus hier. Wobei ich aber, wie gesagt, ich muss kritisieren. Die Position der Wohnung ist gar nicht mal so intelligent hier auf der Insel. Weil eigentlich müsste die hier bei den anderen Leuten sein. Es sei denn, es gibt sowas wie ein Warp Point. So ähnlich wie in der Stadt der Magie. Weil wenn ich diese Kombo mache, ich komme hier vor wie Kazuya beim Armaschen. Es kommen einfach immer mehr Angriffe. Was? Was? Ja, okay. Einfach die 10-Hiebe-Kombo. Eins. Eins. Alter, du sollst nicht diesen Schlag machen. Das war komplett meine Schuld. Ich hab's genossen, dass er endlich mal staggert.
Wann muss ich den dritten Schlag teilen? Ich mache ja was, was, was und dann irgendwie den vierten und dann was, 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 was. Ich denke mal, wenn ich jetzt intelligent bin, begebe ich mich jetzt einfach nochmal ganz schnell, insofern es geht, nach Puerto. Und geh mal schnell noch ein paar Kroko-Dingsbums sammeln. Weil an die Aufgabe mit den Flatterling-Aufträgen erinnere ich mich eher, als daran jetzt spezifische Gegner zu töten. Imagine intelligent. Wer soll intelligent sein? Oder hast du zu schnell abgeschickt? Intelligent Systems macht. Ein Paper Mario im alten Stil? Imagine, Kirby, imagine. Was hast du zu sagen, kleiner Maulwurf? Moleo. Heute gibt's nichts Neues für dich. Oh, warte, wie wär's denn hiermit? Frage-Stunde, wo liefern Erzbekommen die besten Edelsteinausbeute? Draußen oder unter Tage? Natürlich unter Tage. Schöpfer stellen uns Maulwürfe ständig diese Frage. Was denkst du, gibst du auf? Das hängt vom Erz kommt an. Erzvorkommen selbst ab. Klaro? Der beste Ort ist einer, der den kein anderer kennt. Ein erschöpftes Vorkommen wirft nichts ab, oder? Moleos Stein leuchtende Schöpferweisheiten. Oh, bitte keine Synchronstimmen heute mehr. Ich bin komplett ausgelaufen. Aber die Krokos will ich noch erledigen. Don Kroko. Damit wir endlich auf den Mai, zumindest auf den Experten rankommen. Warte, was? Hier liegen immer Kisten rum? Haben wir ein kostenloses Geld? Ich wusste nicht, dass diese Kisten auch über das Speichern hinweg da bleiben. Das sind ja völlig neue Möglichkeiten, die sich erahnen. Oder die sich ermöglichen. Aber wenn das so weitergeht, dann schaffen wir nichts mehr. Und dunkel wird's auch schon. So, bist du wegen der Gigaschildkröte hier? Okay, kein Problem. Bitteschön. Strudelangebote sieht aber schick aus. Habe ich die schon? Ich bin mir nicht sicher. 1800. Und eine strahlende Koralle. Also idealerweise spielen wir nächste Woche gleich weiter. Nämlich ehrlich gesagt Bock auf das Spiel. Der einzige Grund, warum ich es aufgehört habe, war, weil andere Projekte interessanter waren. Wie zum Beispiel Mario 64 DS, was ich heute auch noch spielen wollte. Theoretisch. Jetzt überlege ich nur, ob ich das eventuell vorziehe oder ob wir uns 2 Stunden den Nintendogs hingeben. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm, wenn heute kein Mario 64 kommt. So, also was müssen wir legen? So, Schnittmenge, das habe ich noch nicht geschafft. Aber Hurricane habe ich ein paar Mal geschafft. 10 Riesenschildkröten. Die Gatoren. Und ein Gigaschildkröte. Der Schildkröte sollte am einfachsten sein. Oder was ist der Gigaschildkröte? Wie sieht der aus? Ist er in einem Dungeon? Weil die Gatoren sind ja, das sind ja keine Schildkrokos, oder? So eine Riesenschildkröte. Smash. Ja.
Ist das die Schnittmenge? Ich glaube schon. Okay, man. Hurricane hat jetzt geklappt. Einer von den beiden Endhieben muss halt treffen. Ich hätte schon viel früher diese verdammten Attacken sammeln können, wenn ich gewusst hätte, wie ich sie einlöse. Jetzt waren die anderen natürlich wieder schneller. Ja, ich glaube, das wird schwerer, als ich dachte. Ich glaube, ich habe der Insel des Ursprungs mehr Glück damit. Konzentrieren wir uns dann aber auf alles zu klatschen, was uns irgendwie vor die Linse kommt. Stark genug dafür sollten wir sein. Hey, du da! Da. Smash, 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 Smash! Warum haben die den jetzt für mich erledigt? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist, wenn der jetzt nicht gewertet wird? Ja, okay, der wird gewertet. Gatorenjagd abgeschlossen. Revenge of the Gator. So, was ist ein Schild, Kroko? Ich hab doch mehr als nur 5 Krokodile, oder? Und wo ist die Riesenschildkröte? Die war doch hier irgendwo. Das ist nur ein Oktokrebs. Nee, hier geht's in diese Grotte. Okay, ich habe die Kamera verdreht, ich habe mich schon gewundert. Große Schildkröte ist doch normalerweise hier drüben, oder nicht? Smash, Smash, Smash und Smash! Oh, natürlich töten die jetzt wieder. Oh Gott, war das knapp. Moment, was bist du für eine Schildkröte? Das ist die Giga-Schildkröte. Die bringen wir jetzt noch schnell. So, Nebenskill und dann sollte das Ding gegessen sein. Wie gesagt, beim nächsten Mal bitte daran erinnern, dass ich nochmal ranklotzen will. Apropos Zombie-Piraten. Habt ihr gar nicht genug? Ihr Lümmel. Okay, sag, was du zu sagen hast. Ich bin hier zum Meister, aber freue dich nicht zu früh. Deine Schiffskarriere endet noch nicht hier. Ich habe noch immer viel mehr für dich zu schürfen. Denk mal an Juwelen und Steine, die du noch nicht gesehen hast. Aber keine Sorge, das Maulwurfnetz begleitet dich die ganze Zeit. Dankeschön. Was wolltest du? Danke für die harte Arbeit. Rüber und Gulden, wie versprochen. Einfach kostenloses Zeug. Tag, hilf mir. 16 Gliver zu besiegen. Sehr schön. Erledigt. Lass es mich wissen, wenn dir ein guter Name für unsere Aktion einfällt. Einfach immer mal wieder mit den Leuten reden. Was hast du? Ah, der Gedanke an Edelsteine hat mich schon ein wenig aufgeheitert. Okay, sie will irgendwas haben, aber ich hab's noch nicht. Und du da? Juhu! Vergiss nicht, dass es von toller Qualität sein muss. Also. Guten Abend, willkommen bei der Lebenskette. Ah, eine Riesenschildkröte, schon wieder. Bekomme ich jetzt das, was ich denke, ein alter Schildpanzer?
Das habe ich falsch gemacht. Das war doch eine Giga-Schildkröte, oder habe ich das jetzt schon gemacht? Einen Schildkröte, einen Silberzahn? Achso, ich muss 10 davon legen. Ups. Das sind eine Menge Riesenschildkröten. Und ich muss sie tatsächlich, glaube ich, nur legen. Das erscheint mir ein bisschen lästig, aber was soll's. Den Silberfang sollten wir mittlerweile auch im Alleingang hinkriegen. Was Fantasy Life dann noch so zu bieten hat, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Kommt wieder vorbei und tschüssi.